In der ersten Lektion haben wir uns einen Überblick über die Rahmenbedingungen des Studiums und darüber verschafft, was eine Masterarbeit eigentlich leisten sollte. In dieser Lektion geht es um das Masterarbeitsprojekt selbst. Generell gilt, beginnen Sie schon ab dem zweiten Semester darüber nachzudenken, was Sie interessiert und in welchen Bereichen Sie sich vorstellen könnten, eine Masterarbeit zu schreiben. So können Sie gezielt Lehrveranstaltungen belegen, zum Beispiel um sich theoretisches Hintergrund- oder Methodenwissen anzueignen. Die Leitfragen dieser Lektion sind deshalb: Wie kommt man zum Thema und zu einem Betreuer oder einer Betreuerin? Aus welchen Schritten besteht ein Forschungsprozess eigentlich? Und wie hängt das Schreiben damit zusammen? Wie komme ich von einer ersten vagen Idee zu einer konkreteren Forschungsfrage und einem Forschungsdesign? Am Anfang kommen Studierende und Lehrende zu Wort. Sie teilen ihre Erfahrungen, wie man zum Thema der Masterarbeit und zu einem Betreuer oder einer Betreuerin kommt. Im nächsten Schritt erarbeiten sie sich selbstständig anhand von Inputs, aus welchen Schritten ein Forschungsprozess bestehen kann und wie das Schreiben damit zusammenhängt. Studierende teilen ihre Erfahrungen, wie sie an Schreibprojekte herangehen. Schließlich geht es ans Tun. Im Video vom Thema zur Forschungsfrage leite ich Sie durch eine Übung, mit der Sie erst das Interesse für ein Thema schriftlich festhalten und weiterdenken können.